perfekten Maße hat. Zack. Das ist auch schon direkt perfekt drin. Ich denke mal und hoffe, Kamera hier ist okay. Ich denke mal, es sollte auch passen. Okay. Dann würde ich sagen, können wir losfischen, ne? Achso, jetzt sehe ich den Chat. Na gut, den sehe ich da. Muss ich darauf achten, dass ihr ja da oben jetzt seid. Ja, aber, ne, also wegen dem Thema vorhin mit dem Programm, den ich automatisch gestartet habe, ganz komisch. Also zum Beispiel, mein Mikro ging auch erst nicht. Ich dachte, hä, was ist jetzt los? Kaputt oder was? Aber, weil das war überall noch eingetragen. Aber dieses RTX Voice, was ich halt nutze, um alles zu filtern, alle Störgeräusche, das ist irgendwie nicht mitgestartet. Also, wahrscheinlich ist im PC auch zu warm oder so. Keine Ahnung. Ganz komische Sache. So, also ich hatte gestern ein bisschen gespielt und bin jetzt frisch angekommen in Kapitel 3. Hab jetzt hier auch so einen Spiegel, mit dem ich mich direkt porten kann zu dem sogenannten Seevolk. Hab jetzt auch eine richtig coole Möglichkeit gesehen mit... Also was noch neu ist, ist auf jeden Fall hier das mit den Fischen, da müssen wir mal gucken. Und ich kann jetzt große Fische bergen. Richtig geil. Ich hatte nämlich schon mal die großen Fische betäubt und dann konnte ich nichts mit dem machen, wo ich mir so dachte, okay, wann kommt das? Was bringt mir das dann? Aber jetzt geht das endlich und das ist richtig cool. So, jetzt haben wir zu viel hier, ne? Das ist erst der zweite Tag, an dem ich das hier habe. Ich denke mal aber, das wäre cool, wenn man mehr von einer Sorte hält, ne? Ja, krass, wie voll das ist. Heftig. Ha. Tja. Wie mache ich das jetzt am besten? Nicht in der Lage. Genau, weil die Dichte zu hoch ist, ne? Paletten-Doktorfisch. Das Ding ist so, die, zum Beispiel eine Murene, möchte ich jetzt ungern verkaufen, weil das wäre schon cool, wenn wir die vermehren können. Hm. Die können wir vielleicht... Na, was steht da? Weniger als zwei... Achso. Ah. Ah, okay, ja stimmt. Wir können ja auch einfach alles reduzieren auf zwei Stück, dass sie dann noch so eine kleine Chance haben, sich zu vermehren. True. Oder brauche ich Geld? Hm. Das Problem ist, man kann ja auch einfach nicht alle verkaufen, gefühlt. Also, ich habe so viel Fisch. Ich finde es auch fast ein bisschen schade, dass der Fisch nicht schlecht werden kann. Ich glaube, das könnte eine richtig coole Mechanik werden. Dass man einfach nicht zu viele Fische fängt, irgendwie. Nur das, was man jetzt speziell braucht. Einfach so viel Fisch am Start. Na komm, dann... Reduzieren wir das erstmal. Was ist das hier? Achso, ich habe noch... Ah, hier tausche ich das. Aber 16 ist halt gar nichts, ne? Aber na gut, das läppert sich bestimmt auch. Aber die können wir schon mal ganz verkaufen. Genau, dann haben wir noch zwei davon. Hm. Genau, Thunfisch auch ganz, ganz neu. Gerade gestern erst frisch bekommen. Die sind eigentlich richtig cool, die beiden. Die machen eigentlich... Die ist schon sehr hoch gelevelt. Das heißt... Die möchte ich eigentlich auch behalten, dass die sich ordentlich vermehren. Bei denen hier weiß ich gar nicht. Okay, die können wir auf jeden Fall erstmal loswerden. Okay, aber das geht, oder was? Das heißt, man kann welche von unterschiedlichen Rängen haben. Die können sich dann trotzdem vermehren, auch interessant. So, genau, da würde ich eigentlich gerne behalten. 115er Dichte haben wir aber noch. Na gut, die nehmen halt ganz schön viel Platz ein, ne? Achso, wir haben hier noch 9 von denen. Dann können wir die vielleicht noch verkaufen. Dann machen wir hier einmal 7. Und dann... Ah, okay, hier können wir auch noch ein paar davon loswerden. Ja, perfekt. Okay, das ist schon nicht schlecht, ne? 15 pro Stück. Ach so. Ah, okay. Na gut.
Müssen wir quasi so einen Misch wieder machen hier. Ah, die fange ich echt ganz gern. Also gerade diese roten Feuerfische finde ich richtig cool. Weil ich fange dann immer mit dieser Netzkanone und dann kann ich halt gleich 2, 3 instant auf einmal auf Rang 3 fangen. Und die nehme ich eigentlich immer mit. Die werden immer mitgenommen. Okay. So, ein bisschen Geld haben wir doch bekommen jetzt. Nicht viel, aber ich krieg die eh nicht zubereitet. Von daher ist das schon okay für mich. Ich glaube zumindest nicht, dass ich sie zubereitet bekomme. Na gut, ich hätte sie vielleicht... Ich hätte sie in die Küche schicken können. Und dann einfach veredeln. Hm. Vielleicht wäre das der bessere Move. So, also hier zum Beispiel brauchen wir auf jeden Fall noch einen Tigerhai. Dann züchte ich einfach nur Tigerhaie. Das wäre auch richtig lustig. So, davon habe ich überall nur einen, ne? Mhm. 99er Dichte. Tja. Ich weiß aber gar nicht, wieso ich einen Tigerhai habe, weil ich habe ja keinen lebendig gefangen. Das finde ich noch ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Hm. Warum habe ich denn auch von jedem gefühlt einen? Das ist halt richtig schlecht. So, machen wir mal so. Ich schicke die jetzt doch einfach an die Küche. Wobei die wahrscheinlich auch mehr wert sind, ne? 51? Alter, was? So ein kleine Garnele ist 51 wert. Wie viel ist der? 85? Ja gut, Rang 2. Weil, okay, das ist ja richtig krass. Dann sollte man die immer mitnehmen, ne? Weil, da gehst du einmal kurz ran, drückst X und fängst die ja mit einem Kescher. Ist ja voll heftig. Aber mehr habe ich auch gar nicht, ne? Von den kleinen. Ich glaube, der Rest sind einfach ganz normale Fische. Achso, die bringen auch mehr Filets. Aber, na gut. Ich denke mal, die nehmen jetzt nicht so viel Platz weg. Komm, machen wir mal hier ein bisschen. Vielleicht nicht 2 Barracuda irgendwie? Nee. Oh, den Fisch finde ich auch so schwer zu fangen, ne? Der hält so viel aus. Ich glaube, der hält fast so viel aus wie ein Hai. Wenn nicht sogar genauso viel. Ich habe gestern irgendwie 4, 5 Mal auf den drauf geschossen. Stirbt einfach nicht weg, das Ding. Was für ein Rating ist der? 2? Okay, 60 wert und der? Ach, 85, okay. Ich hatte gerade diesen fast gleich viel wert. Ja, Barracuda ist ja gar nichts wert. Na komm, mach mal so, 84, haben sie noch mal ein bisschen Platz. Genau, dann können wir hier weg. Aber das ist lustig, also dass es sowas überhaupt gibt. Ich bin echt überrascht, weil ich war vor, weiß ich gar nicht, vor ein paar Stunden dachte ich so, ja gut, ich habe jetzt alles gesehen, gefühlt, es geht nicht voran. Und jetzt kam so aus dem Nichts, kamen einfach so 3, 4 richtig krass neue Sachen. Wo ich mir so denke, okay, es ist einfach noch richtig viel zu tun. Was ich auch gut finde. So, ich würde sagen, wir gehen dann mal zum Seevolk und gucken wir mal, was uns da erwartet. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal mit allen möglichen Leuten jetzt sprechen dürfen. Mal schauen. Mal schauen. Aber wahrscheinlich, genau, wenn man dann so 3, 4 Haie hat in dem Becken, ist wahrscheinlich auch schon voll, ne? So viel passen da wahrscheinlich nicht rein. So, genau, hier bin ich gestern ganz frisch erst hingekommen. Müssen wir uns halt ein bisschen... Vertrauen gewinnen. Nicht erschleichen, dann gewinnen. Weil normalerweise haben die gar keinen Kontakt mit den Menschen und ich bin irgendwie jetzt auch so der erste Mensch, der halt hier überhaupt seit keine Ahnung wie langer Zeit hergekommen ist und dem sie überhaupt vertrauen, weil sie halt Hilfe auch selber brauchen mit so einem Erdbeben. Und ja, damit der König von denen quasi uns jetzt vertraut, müssen wir jetzt halt einfach mal ein paar Quests für die Leute machen. Mal schauen, was wir jetzt machen dürfen. Keine Ahnung. Wir wurden übrigens auch schon als, was war das, als blaue Seekuh bezeichnet. Fand ich auch sehr, sehr nett vor dem König. Er meinte so, ne? Seine Tochter kam nämlich wieder. Die sehen wir noch, die haben wir gerettet. Und dann kamen wir so daneben und dann meinte der König so,
Ich dachte erst, du hast eine blaue Seekuh mitgebracht. Aber das ist ja ein Mensch. Schon ein bisschen fies, weil wir so ein bisschen üppiger sind, ne? Ja, und durch den Anzug natürlich auch blau angezogen sind. So, Mima, ich betreibe ein Restaurant im Dorf. Ich werde eine Weile aushelfen. Hilfe von einem Menschen zu erhalten, das habe ich noch nie für möglich gehalten. Mal sehen, ist ja nicht so, als könnte ich dich zum Kochen einspannen. Awang und Nawang haben Lunchboxen bestellt. Hast du übrigens auch richtig krass, das ist ja so ein Seevolk. Und was einfach mal, jetzt in dem Spiel natürlich, was sie einfach mal für eine Technologie haben, ist einfach so ein Spiegel, mit dem du dich teleporten kannst. Und die haben so ihre Problemchen, aber haben halt einfach so einen Spiegel, mit dem du dich teleporten kannst. Absolut wild. Das ist eigentlich so das Geilste für die Menschheit überhaupt. So, die so, hier, ein Spiegel, kannst dich zu uns porten. Absolut crazy. Ist ja auch immer lustig, so die Ideen, ob sowas in Echtheit gibt. Irgend so ein Volk, was wir noch nicht gesehen haben. Das gleiche mit den Außerirdischen und so. Immer eine interessante Vorstellung auf jeden Fall. Würdest du vielleicht die Lunchboxen mitnehmen? Okay, und den bringen wir da was. Was haben wir hier Schönes? Ich möchte auch was bestellen hier zu essen. Das wäre doch nice. Hä? Wait, nochmal. Eine heiße Suppe kommt da genau richtig. Achso, wie isst man Suppe? Ich hab gesehen, was ist Suppe? Menschen stellen schon komische Fragen. Okay, aber. I mean, actually. Berechtigte Frage. Sehr berechtigte Frage. So, ah, jetzt müssen wir es wieder mitnehmen. Und dann nach links. Wahrscheinlich. Jetzt stöhnt er wieder schön vor sich hin hier. Wegen so einem Korb vor allem. Vor allem unter Wasser auch. Ach, guck mal. Ja, erstmal fallen lassen. Kann ich das hier mit transportieren? Wie cool. So Beluga-Wal, ne? Ist ja lustig. Warum geht das denn nicht? Hä? Okay. Achso. Achso, hier kriege ich eine neue Quest. Ich dachte, ich muss das hier reinpacken. Also übrigens maximal verwirrend für mich, weil ich den Switch-Controller quasi hunderte Stunden benutzt habe. Und bei dem Controller sind halt die beiden Tasten einfach vertauscht. Das ist so... Es ist schwierig, ne? Weil man hat dann erst so Master Memory, sieht X, will oben drücken und dann... Na, falsche Taste. Muss ich immer nachgucken. Bist du dieser Mensch? Ja, Mensch, nicht Mensch. Ich finde das auch so lustig, diese ganzen Reaktionen von dem Dave sind auch super gut gemacht. Also, man sieht das ja schon, wie zornig er da gerade mit seinem Pixel-Avatar reagiert und allgemein. Das ist schon... ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Das Einzige... was sie irgendwie überhaupt nicht gefunden haben, ist halt, wie nennt sich das, Rechtschreibfehler. Da gibt es richtig viele. Es gibt richtig viele Rechtschreibfehler und es gibt auch richtig viele so Zeilenumbruchsfehler. Da steht dann zum Beispiel so wie hier, ne, du hast nicht, da steht da, du hast nicht einmal flossen. Und dann würde da zum Beispiel stehen, du hast nur zwei Worte, dann Zeilenumbruch, nicht einmal flossen. So, wo du denkst, how? Also es geht gar nicht. Ganz komisch, aber ansonsten ist das Game richtig geil. Und das sind ja wirklich Kleinigkeiten, das ist halt whatever. Aber ich frage mich halt schon, ob die keinen hatten, der das auf Deutsch getestet hat, oder ob die das einfach nicht gejuckt hat, weil es war ja schon eine gewisse Zeit in der Beta, ne? Ich verkaufe hier verschiedene Samen und auch Blumen, die man König Long anbieten kann. König Long. Das ist der König, oder was? Der große König, der dieses Dorf vor der Katastrophe bewahrt hat. Es ist ganz schön schwierig, sich mit dir zu unterhalten, ist das eigentlich klar? Geh und biete König Long erstmal eine Blume an. Die Blumengabe steht draußen auf der Plattform, nimm dir eine. Okay. Na gut, wahrscheinlich einfach eine Statue, ne? Warte, was stand da? Achso, ohne König Long wäre das Seevolk schon längst ausgestorben. Das ist eine sehr einfache Geste, das Opfern von Blumen.
Na, dann geben wir doch mal unser Bestes, wa? So, wer will denn jetzt hier das Essen haben? Achso, die Blume haben wir jetzt auch. Mit denen kann ich nicht reden, wenn ich das in der Hand habe. Okay, vielleicht muss ich auch nach rechts ins Dorf. Ach, das ist der Ausgang hier, ne? Oha, jetzt darf ich nicht raus, bis ich meine ganzen Sachen gemacht habe, oder was? Ach so. Ach hier, Avang, stimmt, okay. Wir sind von Mima. Du hast doch nicht unterwegs Gift reingepackt. In Ordnung, dann gib's sie her. Ja, gut. Das Ding ist aber auch... Also ich verstehe das Seevolk, weil die meinen halt auch erst, so Menschen sind doch nicht... kann man doch nicht vertrauen, so nach dem Motto. Und gebe ich dir doch recht, ne? Weil die meisten Menschen würden da halt eine Sensation draus machen und das einfach halt für Tourismus oder sowas verkaufen oder missbrauchen halt. Aber ich meine, klar, wenn du halt in so einer Notsituation bist, hast du halt auch keine andere Wahl, ne? Dann halt immer so die Frage, bekommst du jetzt... Gelangst du zu den richtigen Menschen oder halt zu den falschen? Naja. Das geht dann über den Scope von dem Game hinaus, ne? Das ist dann eher eine anderweitige Frage. So, Menschen sind gar nicht so übel. Wow. Easy, easy Vertrauen. Wahrscheinlich ist für den zum Beispiel so ein Kugelfisch nicht mal giftig, ne? Wahrscheinlich damit aufgewachsen. So. Ah ja, hier. Auf der Karte sehen wir das. Bestimmt hier zu der... Huh? Ah ja. Ach, das ist er. Dieser Status also von König Long. Es ist dieselbe Person wie auf dem Gemälde im Aufzeichnungsraum. Ich denke, ich kann die Blume auf die Plattform vor der Statue stellen. Ja, da ist auf jeden Fall Platz, ne? Ich muss mal kurz schauen. Ah, da war geklappt. Okay, sehr schön. Okay, wir haben getan, was er verlangt hat. Ja gut, dann gehen wir mal schnell zurück. Mal gucken, wie viele Quests wir machen müssen. Scheinbar ja 10, wenn die alle nur 10 geben. Vielleicht geben die nächsten auch mehr oder werden ein bisschen anspruchsvoller. Mal schauen. So. Ich habe ein bisschen gelinst und es scheint, als hättest du es ganz ordentlich gemacht. Trotzdem kann ich nicht einfach einem Mensch trauen, der nicht einmal weiß, was König Long getan hat. Geh und lies ein bisschen was nach oder so. Wow, woher soll ich denn das wissen? Ich wusste ja nicht mal, dass es das Volk gibt. Voll die Vorurteile, ey. GG. Eiskalt. So, was ist jetzt hiermit? Schau dir das Schild an. Heißt das, ich kann hier auf einen Beluga reiten? Ja, ich will. Aber wahrscheinlich, wenn hier frei ist, ne? Okay, gehen wir mal nach rechts und gucken wir mal, da haben wir noch irgendeine... Achso, kann ich hier oben eigentlich auch hin? Mit denen reden? Wir sind ein bisschen weiter hinten, ne? Bin ich ja mal gespannt, ob man diese ganzen Ebenen auch noch reinkommt. Das ist so absurd eigentlich, ne? Was zur Hölle? Wir stecken im Wasser den Kopf unter Wasser. Nice. Ja, mit den Wasserfällen, das wollte ich gerade sagen. Und dann kann man das ja auch noch machen. Oh Mann. Ist halt schweres Wasser, ne? Was willst du machen? Was ist das Portal hier eigentlich? Portal? Weil der Spiegel ist ja nochmal was anderes, ne? So, was war das? Okay. Achso, hier waren wir schon. Taucht doch nicht einfach so aus dem Nichts auf. Meine Kiemen zittern richtig. Meine Güte, ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Du hast ja Beine wie eine Krabbe. Ist das eine Beleidigung?
trainiere auch meine Beine, okay. Ich will auch. Lol, guck mal, wie die meinte. Hin und her geschickt werden. Die ahnen einfach gar nichts. Tenshin meinte, du könntest hier bleiben, richtig? Okay, aber spazier hier nicht zu viel zu herum. Ich bin schon 200 Jahre alt und das erste Mal, dass ich einen. Und das ist das erste Mal, dass ich einen Menschen sehe. Was machst du denn hier? Das muss auch. Muss schon cool sein, also. Ich meine, mit Dave haben sie halt auch einen tollen Menschen, den sie als ersten Menschen kennenlernen. Aber. Schon ein faszinierender Gedanke einfach. Komme ich nicht drüber weg. Hm, Mensch. Ja, mehr nicht? Wie wär's mit Mission? Na gut. Dann halt nicht. Vielleicht ein bisschen weiter hier. Ach, können wir denn hier hinrufen? Nee. Hier ist noch so ein Bauer, mit dem können wir auch noch reden. Du stehst mir bei meiner Farmarbeit im Weg. I'm sorry, siehst nicht so beschäftigt aus. Ach, lustig. Ja, klar, wieso nicht, ne? Einfach eine Seekuh benutzen als Nutztier hier. Ich finde halt auch, der Artstyle von dem Game hat was. So, man. Es ist halt nicht nur Pixel-Game, es ist halt auch so dieses. Ja, so 2,5D und dann auch so ein bisschen. Wie nennen wir das? Ja, so ein bisschen so 3D-Objekte, die so angepixelated sind. Also ganz, ganz cooler Artstyle. Wie bist du hierher gekommen? Boah. Nur das. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Nice. So. Du bist der Mensch, der in unserem Dorf umhergezogen ist, richtig? Was für schicke Dekoration. Was ist das für ein Ort? Wir vom Seevolk arbeiten jeden Tag hart. Dies ist ein Ort der Freude für die hart arbeitenden Dorfbewohner. Ich kann also nicht reinkommen, richtig? Schon gut, die Spezies ist kein Hindernis für den Genuss. Ja toll. Lustig, ey. Das erste Mal, dass ich das Game streame, gleich ein Freudenhaus. Ach ja, du hilfst dem Dorf mit, stimmt's? Ja, schätze, so ist das. Ich bräuchte Hilfe bei etwas. Dieses Etablissement veranstaltet Seepferdchenrennen, die äußerst beliebt sind. Das jüngste Erdbeben hat die Quartiere zerstört und alle Seepferdchen sind auf und davon. Sie sollten noch im Dorf sein. Kannst du sie für mich einfangen? Ja, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich jetzt erst gespawnt, ne? Da fällt mir ein, dass Maki mir ein Insektennetz. Achso, ja, ja, genau. Stimmt, Maki, da haben wir auch noch die Mission, dass wir Maki in der Bar treffen müssen. Das ist halt das Ding, es kam jetzt so viel Stuff dazu. Ich hatte irgendwie so 2-3 Quests immer nebenbei offen, die ich eigentlich abarbeiten wollte. Und dann wollte ich irgendwie eine gewisse Sache noch unter Wasser machen. Dann kam diese Quest dazwischen und dann wurde ich einfach rausgeportet. So, ich kam einfach zu nichts. Schon ein bisschen. Hat mir ein bisschen meine Pläne durchkreuzt. Seit die Menschen hier sind, habe ich kein Geld mehr gewonnen. Ach was. Seit 5 Minuten, okay. Das kann doch kein Zufall sein. Ich habe viel gezockt, um Dampf abzulassen. Ich sollte ein paar Mahlzeiten auslassen. Wie wär's mit ein bisschen Live-Musik? Ach so, das ist ein Casino und kein Freudenhaus. Na, dann ist es ja eher ein Scammerhaus, ne? Da freut sich dann nur das Casino selber und nicht die anderen. Ein Masochistenhaus. Was ist das für eine Sprache? Aber ja, war ganz nett. Sieh einer an. Oh, Haifischzähne waren, glaube ich, so eine Art seltener Loot. Sieh einer mal an, ein Mensch. Gucken wir mal. Das war bestimmt eine beschwerliche Reise für dich hier runter zu uns. Es geht doch nichts über ein paar Spiele, die das Adrenalin in Schwung bringen, wenn man müde ist. Spiel ein Spiel mit mir. Ja, dann bin ich ja mal gespannt.
Eieiei, was ist das denn? Ach, ist ja wie dieses Krokodilspiel oder was? Das ist das Haifischspiel, das du mit Yunak spielst. Erinnere dich an den Haifisch-Karies, den du manchmal zu sehen bekommst. Es werden Zahlen zwischen 1 und 3 ausgewählt und wer sie zuerst berührt, verliert. What? Ich habe gar nicht so viel. Wow, ich habe nicht mal genug Money, um es zu verlieren. ETF, man braucht erstmal eine gewisse Summe an Geld. In diesem Spiel versuchst du den Einsiedlerkrebs zu finden, der die Perlen versteckt hat. Rate, welcher der flotten Einsiedlerkrebs. Okay. Ah, okay. Ui. Machen wir mal 10. Okay, ist das leicht? Mal gucken. Okay, noch ist okay. Nicht blinzeln jetzt. Okay, oben links. Oben links. Sonst wurde ich gescammt. Ah, ist oben links. Sehr nice. So, verdoppelt oder was? Okay. Verdoppelt. Ja, bestimmt wird es schwieriger, umso höher man dann wettet, ne? Also. Okay. Immer nochmal. Ich frage mich nur gerade, wo ich dann, wenn ich 50 habe, für 50 machen sollte. Er ist immer oben links, oder was? Okay. Fühl mich ein bisschen. Weiß ich nicht. Als ob ich gleich so richtig gescammt werde halt, ne? Also erstmal so ein bisschen einlullen. Immer easy und dann drehen die sich. Wahrscheinlich, wenn ich 50 wette, dann drehen die sich so schnell, dass du gar nicht mehr hinterherkommst. Okay, unten rechts. Der ging ja nochmal gut ab gerade. Okay. Ich würde sagen, wir machen aber noch einmal, damit wir dann halt 60 haben und wenn wir 50 verlieren, nicht gleich 0 haben, ne? Aber was brauchte ich? Brauchte. Genau, Vertrauen war was anderes. Okay. Genau, machen wir nochmal hier. Ist halt die Frage, ob wir das dann auf 50er Basis spielen oder das mit den Heiz sehen. Das kenne ich ja noch gar nicht, ne? Wahrscheinlich kriegt man ja später auch so noch genug Stuff. So, oben rechts. Und dann, ja, weiß ich nicht. Vielleicht nochmal das versuchen. Wenn das so einfach bleibt, wäre es halt easy money, ne? Dann hätten wir gleich 110. Ich mach das mal mit 50. Okay, jetzt kriegt es ja unten rechts schon mal. Eieiei, ich hoffe, ich bin darauf. Ich bin ready dafür. Oben rechts, glaube ich. Ja, okay, nice. Boah, bin ich reich. Okay, nochmal. Okay, es war auch schon schwieriger. Was? Wie? Die Krebse sind erschöpft. Ich will mein Money. Verdammt. Ich habe das Casino outgambled. Okay, dann machen wir mal Haifisch-Szene. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Hä? Also unten rechts hat Karies oder was? Und jetzt müssen wir. Wenn ich 3 drücke, gehe ich jetzt 13 nach vorne oder was? Achso, ja. Ja, ja, ja. Okay. Er hat schon. Er hat schon. Angebissenen Finger. Nice. Okay. Ja. Dann muss ich den halt so outplayen, dass ich quasi dann den letzten ihn drücken lasse, ne? Hä, aber ist das nicht vor. Hat man immer die zur Auswahl? Das ist doch voll weird dann, oder nicht? Oh mein Gott, stell dir vor, er beißt mir meinen Finger ab. Okay, machen wir mal 3.
Mann, das ist ja das letzte gewesen. Ja, da muss ich halt 3 machen. Aber was, wenn... Hä? Wait, ich muss jetzt überlegen. Vielleicht ist schon zu spät. Okay. 1, 2, 3. Ja, toll. Genau, wenn ich jetzt 3 nehme, dann kann er 2 nehmen, dann muss ich den letzten nehmen. Wenn ich jetzt 2 nehme, kann er 3 nehmen, dann muss ich den letzten nehmen. Das heißt, ich nehme... ein. Dann nimmt er ein, ich nehme ein, er nimmt ein, ich nehme ein, er nimmt ein. Okay. Okay, was ist aber, wenn das nicht so macht? Okay, aber einer ist auf jeden Fall der Call, denke ich. Jetzt macht er 3. Ein, okay. Wenn ich jetzt einnehme, dann kann er ja 2 nehmen. Nee, ich nehme jetzt einfach 3. Genau. Ja, okay, easy. GG. Welcher Zahn kann es wohl sein? Ich weiß es gar nicht. Oh mein Gott, sein armer Finger. Okay, funny. Das ist gut. Das ist gut. Richtig money. Nice. Das ist ja lustig. Okay, na gut. Aber was können wir damit machen? Was können wir damit machen? Achso, ja. Genau. Voll gut. WTF. Richtig lustig. So, wo sind die Seepferdchen? Ich brauche Seepferdchen. Was brauchen wir noch? Ich glaube, Seepferdchen ist jetzt erstmal die nächste Quest, ne? Und, ah ne, oben kann man tatsächlich noch was machen. Ah, vielleicht durch das, genau, durch das Portal dann. Kommt man dann da hin. Ah, okay. Okay, gucken wir mal, ob die Seepferdchen hier oben sind. Ich habe echt noch keine gesehen, aber... Ich weiß auch gar nicht, wie hoch es hier so allgemein geht. Normalerweise hat man ja auch, man sieht das ja unten links, man hat normalerweise so eine Sauerstoff, ja, Anzeige, einen Wert, aber der ist hier jetzt gerade unendlich. Ich habe auch schon echt viel geupgradet, also am Anfang natürlich, dass ich richtig viel tragen kann. Ich kann jetzt 125 Kilo tragen. Du kannst es halt immer noch ein bisschen ausreizen. Das heißt, ich glaube, du kannst 130, 135 kannst du auch sogar mitnehmen. Das finde ich halt schon echt absurd. Also war für mich das Wichtigste, erstmal richtig viele Fische mitnehmen zu können. Aber ja, letzten Endes kann man so viele halt gar nicht verarbeiten. Das, weil am Anfang habe ich halt auch einen Fehler gemacht. Das meinte ich schon so zu Mo die Tage, weil er hat sich das auch geholt. Du kannst halt richtig viel anbieten in deinem Menü. Aber du musst ja auch zusehen, dass du die wirklich alle verkaufst, weil sonst... Echt, oder war gerade ein Seepferdchen? Ja. Sonst werden die ja weggeschmissen, deswegen. Man muss immer gucken, dass man halt auch das, was man ins Menü packt, wirklich verkauft bekommt. Ich hatte gestern dann schon mal... Ich habe schon so das eine oder andere... Also, ein bisschen Personal halt. Eine oder andere Leute eingestellt und... Es ging eigentlich gut ab, aber ich glaube, ich hatte so 30... Also ich hatte 2 verschiedene Rezepte, hatte ungefähr 15 von jedem. Und ich habe trotzdem nur gerade so die Hälfte verkauft. War trotzdem mein bester Tag ever. Ich glaube, die haben fast 100 pro Stück gekostet. Habe richtig viel Money gemacht. Ich brauche immer noch so viel. Ach, jetzt ich mein Geld ja eh nicht. Jetzt habe ich nur diese anderen Dinger. Was auch immer das ist. Okay, was ist hier los? Wenn man in Ikea beim Klauen erwischt wird, dann vermöbeln die dich. Rolli zurück mit seinen Keck-Jokes und einen sehr coolen Alert-Effekt. Freut mich, freut mich. Rolli, vielen lieben Dank. 27 Monate Prime. Einfach insaner Support. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Auch ein sehr schöner Witz auf jeden Fall. I like. Wie warm ist es denn heute eigentlich so bei dir? Ist auch so warm im guten Berlin. Aber nice, ist übrigens das erste Mal, dass ich diese Animation gesehen habe, nachdem ich sie konfiguriert habe. Von daher, Prost auf dich. Wow.
schnüffel nicht zu viel herum. Mit deinen albernen Beinen wirst du dich noch im Seegras verstricken. Nice. Ja, warm, hab nicht so einen Luxus wie du. Ja, tut mir leid, ey. Diese krasse 200 Euro Klimaanlage muss man sich halt erstmal gönnen, ne? Kann man sich nur leisten, wenn man Streamer ist, natürlich. Ganz klar, Rolli, ganz klar. Ja, mein Beileid. Mein Beileid. Also bei mir ist es schon ein bisschen wärmer geworden auch, aber also auch wenn die Temperatur gefühlt immer was da halt steht. Bitte. Sechs Kopf. Auch wenn gefühlt ist es viel kälter. Auch wenn die Temperatur, die da steht, jetzt fast wieder auf dem Wert ist wie vorhin, also wieder auf fast 28 Grad. Es fühlt sich halt viel, viel kühler an. Deswegen, ich finde, ne, viele sagen auch, so Klimaanlage kannst du dir gar nicht leisten und so. Es kommt natürlich immer auf dich drauf an, auf die Person drauf an. Aber mir reicht das total aus, wenn ich die so eine halbe Stunde laufen lassen kann. Also einfach so 1-2 Grad runterkühlen kann. Und schon ist es halt 50 Mal angenehmer als vorher. Und dann macht man sie alle paar Stunden mal eine halbe Stunde an. Geht halt voll. Also wie gesagt, man muss sie halt umbauen auf ein Zweischlauchsystem und dann ist es eigentlich echt effizient. Also ich finde, man merkt die Stromkosten dadurch kaum. Aber ich bin vielleicht auch in der Hinsicht ein Einzelfall, weil ein Kumpel von mir zum Beispiel, der macht dann irgendwie den halben Tag lang seine Klimaanlage im Schlafzimmer halt lässt er laufen, ganzen oder halben Tag, dass er halt abends 20 Grad sind. Das ist krass. Also das ist klar, das ist dann was anderes. Ne? Ich kann mich nicht zügeln, Alaska incoming. Hey, why not? You do you. You do you. Ja, ich hatte einfach so Bock durch Sea of Thieves. Ich musste jetzt einfach irgendwas mit Unterwasser machen. Nee, aber es war so cool, oder? Also, mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich freue mich schon richtig aufs nächste Mal. Ich habe irgendwie aktuell macht mir das, was ich spiele, auch richtig Spaß. Und so mit Dave the Diver macht richtig Bock. Tears of the Kingdom haben wir aktuell. Dann Sea of Thieves privat, so mit euch. Und, na gut, LOL hatte mir auch Spaß gemacht. Und jetzt habe ich irgendwie vorgestern oder so drei Games hintereinander verloren. Und das hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das war einfach ein schlechter Tag für LOL. Ich weiß auch nicht. Irgendwie waren alle Games richtig mau, die ich gespielt habe. Naja. Weil es war schade, weil vorher hatte ich richtig Bock auf LOL. Und dann so gar nicht mehr. Aber mal gucken, ob ich noch ein paar Games mache vor Season Ende, also Split Ende. So, Rolli, du bist wieder fleißig am Arbeiten, oder? Ja, verlieren macht dir keinen Fun. Na, weißt du? Das ist ja das Ding. Verlieren würde mir prinzipiell sogar Spaß machen, aber nicht unter den Umständen. Also, es war einfach überhaupt nicht spielbar und ich weiß auch gar nicht mehr genau, was passiert ist. Also, das erste Game war ich richtig schlecht, das ist auch okay, ne, habe ich verdient, verloren, ist okay. Und die Games danach waren halt wirklich desaströs. Also, die konntest du halt nicht spielen und die Teammates haben es aber auch einfach nicht eingesehen, so. Wo ich mir so denke, ja, wie soll ich sagen? So, ich finde, es gibt halt so einen gewissen Punkt, gerade wenn die Gegner mit 20 Kills führen oder so, da kannst du einfach nicht mehr gewinnen. Es sei denn, die Gegner gehen quasi einfach AFK, ne? Oder innen so dämlich rein, aber das ist ja auch wieder das Ding, das bringt mir ja auch nichts, weil auch wenn ich das Game dann gewinne, habe ich nichts davon gewonnen, weil ich habe ja nichts aus Fehlern lernen können. Bis zu einem gewissen Grad kannst du halt an Fehlern so aus Fehlern lernen, dazulernen, aber irgendwann ist halt dieser Punkt doch überschritten. Und die so, ne, ich spiele das jetzt weiter, ich habe richtig Bock. Ja, das gefällt mir gerade, also so 0-5, da sehe ich mich, ne? Und dann ging das einfach weiter und ich dachte mir so, ja, toll, super. So, die einzige Lane, die nicht verloren hat, war dann ich, ne? Und es war einfach richtig useless, also, naja, was willst du machen? So ist es halt. Ich habe gehört, dass man früher durch diese Tür in die Gletscherregion gelangt ist. Es gibt noch mehr, aber diese Passage ist seit einiger Zeit blockiert. Niemand weiß, in welchem Zustand sie ist. Rolli, wie geil findest du es eigentlich, dass ich unter Wasser bin und es gibt hier Wasserfälle? Ist einfach top-notch. Ich kann sogar unter Wasser sein.
Kann ich gleich mal zeigen. Auch wenn wir beten, passieren immer wieder Erdbeben. Reicht Glaube wirklich aus, um dieses Problem zu lösen? Eine sehr smarte Frage. Die Antwort ist nein. Sag sowas nicht. Der Grund, warum es uns allen gut geht, ist König Long. So, wo sind die Seepferdchen hier, Mensch? Same shit wie... Wieso kann SpongeBob ein Lagerfeuer machen? Mind blown. Siehst du, er ist halt richtiger Fünfkopf. Das Eis des göttlichen Baumes schmilzt Stück für Stück ab und mehr werden krank. Ja, Klimawandel all over again, ne? Der Kreis schließt sich. Oh, niemand ist hier. Ich werde wohl später wiederkommen müssen. Ja, wieso das? Easy. Okay, es gibt einfach nichts zu tun. Okay, schnell raus. Wo sind denn jetzt die Seepferdchen? Oder waren das nur Warte. Ach hier, weißes... Whites? was? Whites Seepferdchen? Und irgendwas anderes, ne? Ist ja doof, dass Mickey spät hat. Sonst könnte er sich ein paar Tipps absnacken. True, true. Ja, vielleicht schaut er sogar rein. Vielleicht schaut er aber gerade nicht rein. Weil manchmal schaut er so ein bisschen rein, glaube ich, wenn er arbeitet auch. Vielleicht je nachdem, wie viel los ist. Aber ich kann es auch verstehen, wenn er gerade deswegen nicht reinschaut, dass er sich halt nicht spoilert. Und gerade das jetzt hier ist halt ein... Ja, wie man es nimmt, ne? Schon irgendwo Spoiler-Territorium. Also hier kommt man halt noch nicht am Anfang hin. Ist auch für mich noch ganz neu, dass ich hier in dem Gebiet bin, deswegen... Kann ich total verstehen, wenn man sagt, nee, da möchte ich jetzt mich gerade nicht spoilern lassen. Aber... Mal gucken, ich hoffe ja auch, dass ich hier gleich mal rauskomme, weil ich möchte so gerne fischen, ich möchte neue Sachen ausprobieren. Ich habe so viele neue Tools und Möglichkeiten. Aber jetzt bin ich hier gerade ein bisschen gefangen, weil ich hier gerade so viel Story machen muss. Aber das ist halt so. Was willst du machen? Reini, Prost! Auf dich! Wie geht's? Aber auch ein Glas mittrinken, ne? Bei dem Wetter immer gut. Ich sehe mein whites Seepferdchen gar nicht. Wo kann das sein? Zwei sind hier noch irgendwo. War ich hier schon drinne? Ach, nee. Ach, da ist auch das Seepferdchen im Haus. Okay. Ja gut, sind so wie Mücken, ne? Also, nicht, dass ich jetzt Seepferdchen mit Mücken vergleichen will, aber... You know, die kommen dann halt einfach mal ins Haus unter Wasser. Das ist so der Trade-off. Fände ich ziemlich geil. Seepferdchen im Haus? Automatisch wassergekühlten PC? Hallo, ich will auch unter Wasser wohnen. Ich will nach Frostpunk. Lustigerweise gibt's hier, ne? Hier draußen... Ich zeig das mal kurz. Gibt es lustigerweise einen Eingang zu einem Gletschergebiet. Also quasi nach Frostpunk. Ab nach Frostpunk City. Hier, guck mal da. Hier hinter mir. Da geht's nach Frostpunk City. Warm und selbst. Ja, also bei mir an sich auch. Geht aber gerade. Ganz, gerade tatsächlich ganz angenehm soweit. Aber sonst so an sich ist heute auch sehr warm hier, ja. Auch wieder. Ich vor allem, ich dachte, boah, die hatten irgendwie gesagt 30 Grad. Dann dachte ich 31 Grad. Und vorhin waren kurzzeitig 33 Grad. Echt heftig. Schon übel. Wie warm ist es bei euch so? Ach ja, je, die Beben werden immer stärker. Mensch, beeil dich und hilf den Dorfbewohnern, um dir ihr Vertrauen zu verdienen. Ich versuch's, ja. Würde mich freuen, wenn du mir etwas helfen könntest. Du musst ja auch das Vertrauen der Dorfbewohner erarbeiten. Sie haben viel Schlechtes über Menschen gehört und haben den Kontakt zu ihnen lange Zeit vermieden. Hilf zuerst den Dorfbewohnern. Ja, naja, gut. Es hatte trotzdem was Gutes, dass ich hier reingeschaut habe. Ich habe jetzt ein Seepferdchen mehr. Sehr gut. Vielleicht ist das andere ja auch noch in irgendeinem Haus drin. Oder hier. Oh. Haben wir mit denen schon geredet? Achso, ja, die Gletscher, genau. Also, ich glaube, das letzte ist einfach in einem anderen Haus dann noch, weil sonst habe ich eigentlich alles durchgesucht, oder nicht? Wo führt uns das Portal hier hin? Wieder nach unten? Ah ja, okay.
Ah, hier, guck mal, das wollte ich euch zeigen. Guck mal, ich bin unter Wasser und kann unter Wasser einfach meinen Kopf unter Wasser halten. Das ist so gut.